Hallo und herzlich willkommen zu diesem Preview-Video von der Lo Yang. Das ist ein Tier 8 Zerstörer, in dem Fall Premium. Und da muss man jetzt ganz genau aufpassen, die Nation ist in dem Fall Panasien. Also ein bisschen was für alle sozusagen dabei. Diese Klasse ist sehr spannend, beziehungsweise gerade dieses Schiff, weil die Torpedos, darauf komme ich aber gleich. Man muss erstmal fragen, was ist denn die Lo Yang? Die Lo Yang ist eigentlich eine USS Benson, beziehungsweise aus der Benson-Klasse, wenn man es ganz genau nimmt, die aber dann sozusagen zur Verfügung gestellt worden ist. Und steht hier auch nochmal drin, ein Zerstörer, der speziell für die US Navy gebaut wurde, mit starker Flugabwehr und hoher Geschwindigkeit. So wurde an die Marine der Republik China im Jahre 1954 übergeben. Ihre Bewaffnung bestand aus Mehrzweck-Hauptgeschützen und Fünffach-Torpedowerfern. Und das ist sehr wichtig, weil wir schauen uns die Module mal an. Wir haben 4 Kanonen, in dem Fall mit 127 mm, Feuerrate 18 Schuss die Minute, also die schießt ordentlich schnell. Die Dauer für die 180 Grad Kehre 5,3 Sekunden, also sehr schnelle Drehgeschwindigkeit. Der Rumpf hat 14.600 Hitpoints, 2 Torpedowerfer, 10 Flaks. Die Torpedowerfer gibt es in 2 Varianten. Hier in dem Video spiele ich sie mit den langsameren, also mit den 55 Knoten, allerdings Torpedoreichweite 9,2 Kilometer und 0,6 Schuss. 11.600 Schaden. Man kann auch diese Torpedos nehmen, die machen deutlich mehr Schaden, nämlich 16.633. Die Feuerrate ist aber nochmal geringer, dafür schneller mit 68 Knoten. Man muss aber aufpassen, die Torpedoreichweite ist unter der Sichtweite vom Schiff. Schiff geht nämlich bei 7,2 Kilometern auf, also die Torpedos hier sind dann mit Bedacht zu wählen. Ich persönlich mag diese Art der Torpedos hier oben lieber. Feuerreichweite 11,6 Kilometer und Leistung 50.000. So, wir schauen uns hier nochmal ein bisschen was im Detail an. Die Überlebensfähigkeit, 14.600 Trefferpunkte. Die Panzerung natürlich zu vernachlässigen. Die Artillerie, 4x1 Turm mit 127 mm. Wie man sieht, sind es diese Geräte. Torpedos, 533 mm, 2x5, also in Summe 10 Stück auf eine Seite positionierbar. Da kommt Freude auf. 9,2 Kilometer eben von diesen. Die Flugabwehr sehen wir hier nochmal. Mittlerer Schaden 20 bei 2,1, 18 bei 3,5 und 12 bei 5 Kilometern. Die Manövrierfähigkeit, die ist wirklich klasse. 38 Knoten Endgeschwindigkeit, Wendekreis 570 Meter, Ruderstellzeit 2,7 und die Verborgenheit 7,2, Oberflächensichtbarkeitsreichweite und 3,6 aus der Luft. Ja, in dem Fall wirklich wirklich schön. Wir sehen die Verbesserungen. Hier in dem Fall erstmal die Munition und Verbrauchsmaterialien. Natürlich Nebelwerfer und Motorboost. Sowie die Verbesserungen, die es so gibt. Ja, ich denke, das war's schon. Vielleicht bis auf die Tarnung. Das ist die Premium-Tarnung. Dann gibt es noch diese hier. Oder diese. Aber natürlich lässt man sinnvollerweise die hier drauf. Ja, ich denke, das Schiff werden wir in der ganzen Pracht gleich nochmal dann im Spiel sehen. Deswegen tun wir jetzt hier gar nicht so lange rum, sondern springen ins Spiel. Ich hoffe, euch gefällt's. Also, legen wir los. So, wir sind also nun im Spiel mit der Lo Yang und sehen sie hier also jetzt auch nochmal im Wasser liegen, eben mit ihren Torpedowerfern, 2 Stück in der Mitte, jeweils 4 Torpedos, also in Summe 8 auf eine Seite. Das dürfte spaßig werden. Und ja, sieht doch eigentlich schon ganz nice aus. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie sie sich so spielt. Reload der Torpedos sehen wir 1,45 knapp in Summe, also 109 Sekunden müssten es derzeit sein. Ja, tatsächlich 109. Torpedoreichweite 9,2 Kilometer, das habe ich auch schon angesprochen. Also von dem her, da kann man schon gut mitarbeiten. Die Türme, wie man sieht, die drehen sehr schnell. Also auch das definitiv etwas, mit dem man spielen kann. Und dann 11,5 Kilometer. Ja. Und auch der Reload liegt schnell an. Also von dem her eine gute Basis, kann man sagen. Hier im Matchmaking sind wir auch Top-Tier. Achter ist hier das Maß der Dinge. Deswegen werde ich mich jetzt mal dem
C-Punkt widmen und auch mal mit voller Geschwindigkeit. Habe ich gerade ein bisschen verschwitzt. Deswegen, jetzt kommen wir mal auf die Geschwindigkeit, die er so hinlegt. Knapp 38 Knoten müssten es ja sein. 37 haben wir schon gesprengt. Und wir sehen 37,7. Und komm schon, 0,1 Knoten noch. Oh, gibt er jetzt die 38 nicht aus? Tatsächlich. Da ist er. Ha, 38,1. Also mit genug Auslauf kommt er dann auch auf eine sehr, 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 sehr ordentliche Geschwindigkeit. Und deswegen versuchen wir uns jetzt mal C zu widmen. Leider ist mein Captain noch so getrainiert, dass ich weder sehe, ob ich offen bin, noch irgendwas anderes. Also, da ist es etwas schwieriger als eigentlich unbedingt notwendig. In dem Fall, Gegner, muss ich aufpassen. Fubaki, Hatsuharu und Farragut. Die Tirpitz wiederum ist ein Gegner, den ich gerne annehme. Also da habe ich jetzt nicht so wirklich viel Angst davor. Bei der Nürnberg jetzt auch weniger. So, da lassen wir einfach mal die Torps los. Und da haben wir doch sogar in Summe, Entschuldigung, ich habe mich vorher natürlich vertan, es sind 5 Werfer, also in Summe 10 Torpedos. Ja, jetzt fahre ich raus, das war jetzt nicht so gewollt. Aber ihr seht, ich bin eh schon offen, weil da die Fubaki mich aufgemacht hat. Also deswegen war das doch ganz gut, dass ich da gedreht habe. Wie gesagt, ohne Kapitän wird es da einfach immer schwierig. Und ihr seht, die kommen leider nicht an. Da drehen sie natürlich gut weg. Für die Tirpitz dürften die einfach eigentlich zu kurz sein. Schauen wir mal, vielleicht doch noch. Ah, da hören sie gerade auf. Schade, schade, die hätten gepasst. Aber Gott sei Dank kann man ja den Kapitän schnell trainieren und somit auch die wichtigste Fertigkeit mit ihm bekommen. Weil sobald man gespottet ist, das muss man schon wissen. Aber jetzt nehmen wir erstmal den Punkt ein. In dem Fall ist es gleich passiert. So, Punkt ist meiner. Jetzt muss ich aufpassen. Atago kommt da zwar gefährlich nahe, allerdings ist der Vorteil, dass die Atago hier so fährt, dass sie hinter der Insel bleibt. So, auf die Tirpitz. Knoten ist natürlich jetzt nicht die schnellste Geschwindigkeit der Torpedos. Ganz klar, ohne Frage. So, da wird gesagt, ich soll auch mal die Tirpitz fokussen. Eigentlich probiere ich es zumindest auch. Aber die Tirpitz fährt halt auch einfach immer weg. Also ist nicht so, dass ich es nicht probiere. So, was ist mit der Colorado? Und die Pensacola da natürlich. Aber 50 Sekunden, also die Nachladezeit, da muss man einfach ein bisschen den Blick drauf haben. So, jetzt muss ich aufpassen,
dass ich auch nirgendwo zu nah rankomme. Aber es schaut gerade noch ganz gut aus. Ja, bisher wollte aber keiner meiner Tops so wirklich ins Ziel kommen, wie ich es mir gern gewünscht hätte. Aber die fahren natürlich auch alle dementsprechend gut, muss man sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Torpedos falsch laufen würden, beziehungsweise eigentlich nicht dahin, wo ich sie haben wollen würde, sondern die Gegner weichen einfach immer zu gut aus. Aber kein Stress. Sondern ganz entspannt weiterspielen. Ja, jetzt dreht Colorado dreht auch schon wieder weg. Es ist einfach zum Mäusemelken. Da ist natürlich, wie gesagt, der ganz klare Nachteil der sehr langsamen Torpedos. Weil wir sehen, wie weit wir noch weg sind. Also von dem her nicht so ganz das Beste dafür. Auch wenn es 10 Stück sind, das ist natürlich eine schöne Anzahl. Das steht ganz klar außer Frage. So, da muss ich aufpassen wieder. Ist schon wieder in der bösen 7,2 Kilometer Reichweite. So, da die Atago. Also langsam würde ich gerne mal ein paar Torpedos wirklich ins Ziel bringen. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, der Gegner macht es da sehr clever. Da, die drehen alle immer bei, da bleibt keiner bei seinem Kurs. Dann gehen wir jetzt mal auf die Hatsuharu. Wenn es schon mit den Torpedos nicht klappt, schieß mal halt drauf. So, jetzt steht er da schön fest. Hat er auch noch den Rauch angemacht. Aber den lassen wir jetzt nicht wirklich gelten. Da verteidigen wir natürlich unseren Flugzeugträger. Jetzt nur die Frage, wo ist er? Da ist er. Hatsuharu. Und da kommt natürlich jetzt die schnelle Schussfrequenz zum Tragen. Und weg ist er. Jetzt geht da die Atago auf mich. Aber können hier gut wegdrehen. Mal schauen, ob wir mit dem Flak vielleicht... Nee. Wir haben jetzt keinen von den Fliegern wegbekommen. Man hätte natürlich jetzt auch die Flak deaktivieren können. Aber in dem Fall war ich schon so offen. Da dachte mir jetzt aber richtig. So, die Tirpitz fährt da jetzt auf die Insel drauf. Brennt jetzt auch. Achtung, ich brauche Hilfe. Jetzt würde es mich mal interessieren, was die Tirpitz da macht. Die muss doch jetzt in der Insel eigentlich stehen. Und dementsprechend sollte ich doch da jetzt gleich mit meinen Torpedos gut arbeiten können. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Also, weg damit. Ja, der ist zerstört. Und ich muss wieder aufpassen, 7,2. Machen wir mal den Rauch zur Sicherheit mal ein bisschen an. Nebelwerfer gestartet. Da ist die Colorado auch noch.
Aber wie gesagt, die lange Nachladezeit muss man eben natürlich aufpassen. Aber diesmal kommen sie. Unser Team steht kurz vor dem Sieg. Ja, die haben diesmal gut getroffen. Und jetzt müssen wir auch aufpassen, weil langsam läuft die Zeit einfach aus. Und wie man sieht, der Wassereinbruch, sei Dank, ist er zerstört. Gegnerisches Schlachtschiff gesunken. Unser Team steht kurz vor dem Sieg. Unser Team steht kurz vor dem Sieg, das ist sehr optimistisch. Und jetzt mache ich was, was eigentlich sehr, sehr, sehr Maschinenboost aktiviert. Extrem kritisch ist. Aber in Anbetracht der Tickets muss jetzt was passieren. Und zwar, wir fahren jetzt auf die Colorado drauf. Colorado hat auch gerade nicht den Blick auf uns. Sondern jetzt erst. So, jetzt schießt er. Hauptturm kritisch beschädigt. Und jetzt drehen wir bei. Und nehmen ihn mit den Torps raus. Kritischer Maschinenschaden. So. Gegnerisches Schlachtschiff zerstört. Und jetzt ist natürlich die Pensacola. Und die wird jetzt auch noch beschossen. Ich habe ein kaputtes Ruder. Also von dem her alles drauf, was so geht. Aber jetzt wird die Pensacola gleich ordentlich treffen. So. Aber wir wehren uns noch mit besten Möglichkeiten. Und weg bin ich. Aber das war doch von dem her nochmal ganz schön actionreich am Ende. So langweilig gefühlt am Anfang war es, tut mir leid. Aber am Ende habe ich dann doch noch ganz gut austeilen können. Ja, es wird wohl leider eine Niederlage. ...975... Aber ich denke, wie gesagt, so am Schluss, und das ist doch das Wichtigste, hat es dann nochmal ordentlich was rausgerissen. Und für so ein Preview-Gameplay hat man mal gesehen, was kann sie, wie schnell ist sie, wie schnell schießt sie, Torpedos und so weiter und so fort. Also alles drin, was man so braucht. Deswegen hoffe ich, es hat euch gefallen. Und hiermit ist die Niederlage besiegelt und wir schauen aber auch mal die Credit-Ausbeute. Natürlich sehr spannend und wichtig. Es gab 435.000. Wir schauen es mal an. In der Teamwertung bin ich Platz 1. Und wir haben gemacht, in dem Fall 50.000 durch die Torpedos, nochmal 10.000 für den Wassereinbruch, also über 80.000 Damage, das ist doch ganz beachtenswert. Die Kreditpunkte seht ihr hier, also eine ordentliche Ausbeute und das für eine Niederlage, da kann man gar nichts sagen. Also ich würde sagen, war eine schöne Runde, hat mir viel Spaß gemacht. Hier diese Handstreichmission habe ich auch bekommen, deswegen ordentlich Free XP. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr würde mich freuen, wenn ich ihr einen Daumen und ein Like da lassen würdet. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.